Ach du Schreck, dein Treiber für den HP LaserJet CP1025 ist veraltet und funktioniert nicht mehr. Aber keine Panik, ich zeig dir, wie du ganz einfach einen neuen downloaden und installieren kannst. Aber nur, wenn du bis zum Ende dran bleibst. Manchmal will irgendwas nicht funktionieren, obwohl man ein Update durchgeführt oder Einstellung verändert hat. In diesem Fall kann es sinnvoll sein, den Treiber für bestimmte Geräte neu zu installieren oder wenn ein PC gerade neu installiert ist, diesen zu installieren. Also gehen wir mal in den Browser. Der Link zum HP-Treiber ist in meiner Beschreibung. Wer es nicht glaubt, kann ja gerne selbst googeln. Na, neugierig geworden? Dann klicke doch einfach auf Google Suche. Danach suchen wir uns die Seite raus von HP und öffnen diese. Et voilà. Auf der Seite von HP kannst du dir andere Betriebssysteme aussuchen, falls das jetzige nicht zu dir passt. Und wenn wir jetzt weiter runter scrollen, sehen wir hier verschiedene Möglichkeiten. Du kannst deine Sachen reparieren, du kannst noch andere Software herunterladen. Du bist am Verzweifeln, weil dein Treiber nicht funktioniert? Dann empfehle ich dir das kostenlose Diagnose-Tool. Das checkt alles durch und findet sicher die Ursache des Problems. Die anderen downloaden übrigens die Treiber-Produkt-Installationssoftware. Brauchst du eine Pause? Dann leg dich doch mal kurz hin und entspanne dich. Aber nicht zu lange, über 200 MB warten auf dich. Je nachdem, wie schnell deine Internetverbindung ist, könnte es ein bisschen dauern. Aber keine Sorge, die meisten Server von HP sind ziemlich langsam. Achte darauf, dass die Datei fix und fertig ist, bevor du deinen Standardordner wechselst. Dort sollst du jetzt die folgende Datei öffnen. Öffne sie einmal und klick bei diesem Feld auf Trotzdem installieren. Wir öffnen die Installationsdatei und sehen uns die ganzen verfügbaren Optionen an. Drucker hinzufügen, reparieren und updaten. Oder auch zusätzliche Software installieren. Wenn du deinen Drucker noch nicht hinzugefügt hast, klick weiter und füge ihn hinzu. Auf der nächsten Seite wird eine Liste angezeigt. Hier musst du deinen Drucker auswählen. Meiner wird da nicht mehr angezeigt, weil ich ihn schon bereits installiert habe. Falls dich das irritiert, der Name hat sich geändert von CP1025 zu CP1020. Im nächsten Schritt musst du deine Komplikation auswählen, Wireless-Kabel und so weiter. Dann gehst du auch weiter. Jetzt brauchst du nur noch den Drucker anzuschließen und zu installieren. Voilà. Hast du deinen WLAN-Drucker nicht eingestellt und dein Drucker druckt trotzdem nicht, dann habe ich hier ein perfektes Video für dich. Im Kommentarbereich und in der Infocard findest du alles, falls du das brauchst. Also schau dir das hier an. Dieses Video wird dein Leben verändern. Fragst du dich auch, wie du endlich die perfekten Kopfhörer findest? Schau dir dieses Tutorial an und erfahre alles über die verschiedenen Modelle. Viel Spaß beim Zuschauen und Dankeschön für alles.